voll geschossen. Und jetzt suchen wir Slime. Endlich allein. Wie kuschelig. Du willst kuscheln? Ich steck dich und all deine Freunde in dieselbe Gefängniszelle. Oh, nicht doch. Ich habe dabei an euch beide gedacht. So zusammen, für immer. Das wird der romantischste Sarg aller Zeiten sein. Sozusagen. Zähl nicht drauf, Le Paradox. Wir haben all deine anderen Pläne durchkreuzt. Aber nicht dieses Mal. Seht euch das an. Mein geniales Meisterwerk. Der Zeittunnel. Noch etwas, das mir deine kleine Freundin Penelope gebastelt hat vor ihrem misslichen Missgeschick. Ist der Zeitmaschine sehr ähnlich, no? Mit einem großen Unterschied. Von ihr aus kann ich steuern, wohin ihr gehen sollt. Und es ist so programmiert, dass ich dich und deine Interpol-Füchsin in die Dauerflitterwochen schicke. Ganz ohne Kosten. Ihr werdet bis in die Ewigkeit durch die Zeit hüpfen, falls ihr die Reise überlebt. Aber wie auch immer, ich werde eure nervigen Gesichter nie mehr wiedersehen müssen. Glaubst du, das Ding kann mich halten? Wart nur, bis ich hier rauskomme. Was war der Grund, Le Paradox? Warum die Vorfahren? Warum nicht nur ich? Was ist hier Sache? Sache? Ihr Coopers seid hier Sache. Ihr habt meinen Vater ruiniert und mich fast auch. Aber nur fast. Und als ich wieder auf die Beine kam, schwor ich mir, den Namen Cooper vollkommen aus der Geschichte zu löschen. Und deshalb wird heute meine Rache in Erfüllung gehen. Es ist Zeit für dich zu gehen. Bon voyage! Slime? Cooper, du miese Ratte! Hui! Den Meisterschuss, mach mir mal einer nach! Meine Zeit hier ist wohl rum. Mach's gut, Tennessee! Ich zerquetsche dich! Nehmt Carmelita und runter von dem Ding! Wir müssen sofort alle hier weg! Dieser Verrückte hat ein Loch in die Zeit gerissen! Ich muss den Kampf hier und jetzt beenden. Für den gesamten Cooper-Clan. Und ich bin der Einzige, der hier rausgleiten kann. Der ganze Zeppelin kann jeden Moment verschwinden! Eben, also streitet nicht mit mir. Haut ab! Fly, ich... Ich weiß, ich auch. Komm, Cooper! Ich zeige dir, wie ein Ehrenmann kämpft! Woher willst du das können? Ha! Deine flinke Zunge hebe ich mir auf, wenn ich dich in Stücke geschnitten habe! Weißt du, wenn ich mit dir durch bin, werde ich den Rest deiner kleinen Gänse weg. Das Einzige, das hier zerquetscht wird, ist dein Ego. Dein Stab ist erbärmlich. Nicht so erbärmlich wie dein Schnurrbart. Was? Du schummelst! Was zum... Ein Zufall, Cooper! Und wie es der Zufall will, erledige ich dich. Komm, kleines Äffchen. Ich warte auf dich. Du anmaßender Wurm. Ich verpasse dir einen Denkzettel. Oh, verliert da etwa jemand die Beherrschung? On guard! Du gewinnst dich, Cooper! Nicht richtig weißt du, wie übermächtig du gerade ohnmächtig gesagt? Dieses blöde Schwert muss defekt sein! Sly, kannst du mich hören? Geh sofort raus da, Sly!
Wo ist das miese Wiesel? Auf, wenn's schwer ist, Hubert! Streng dich an! Die Nähte von dem Ding gehen auf. Nicht fallen, sonst kann ich dich nicht mehr selbst erledigen. Also, bevor wir zum Ende kommen, lass uns eins klarstellen. Du hast die Koopas wegen dem gejagt, was deinem Vater passiert ist? Nein, du Dummkopf! Ich jagte die Koopas, um zu beweisen, dass Le Paradox der größte Dieb aller Zeiten ist. Gibt es da noch Zweifel? Frag dich doch mal. Wenn die Koopas wirklich die größten Diebe der Geschichte waren und ich ihre kostbaren Schätze geraubt habe, zu was macht es mich dann? Einem Idioten? Du hattest doch alles. Du hättest der weltbeste Dieb sein können, aber du musstest ja meine Vorfahren jagen und dich verraten. Nur für dein Ego hast du deine Operation enttarnt. Kein Cooper hätte das getan. Und nur so am Rande, hast du denn wirklich selbst die Stäbe gestohlen? Die richtige Arbeit haben doch deine Freunde gemacht. Genieße deine Worte, Cooper, denn sie werden deine letzten sein. Erreicht du dein Ende? Denn jetzt beende ich auch das hier. Aber nicht ich werde untergehen. Du dummer Schwachkopf! Ich durchbohre dich! Nicht doch! Denk an deinen Blutdruck, Cyril! Ich bin diese Charade-Leiter! Setzen wir einen Schuss! Oh ja! Am besten einen wie den auf deinem Kopf! Das kann nicht sein! Mein Plan war perfekt! Pech, Alter! Gegen einen Cooper hilft kein Plan! Aber bitte, hilf mir! Warum sollte ich? Ich will noch nicht sterben! Ich schätze, im Gefängnis richtest du keinen Schaden mehr an. Wie ich sagte, so berechenbar! Damit kommst du nicht durch. Ich finde dich. Au contraire, Sly Cooper. Wir werden uns nie wiedersehen. Diese Nacht liegt schon lange zurück, aber immer noch keine Spur von Sly oder diesem verdammten Zeppelin. Das Stinktier konnte nicht schwimmen. Und als sie ihn endlich rauszogen, war er froh, sie zu sehen. Er sitzt jetzt angeblich in einer Spezialzelle in Einzelhaft, wo er nichts anderes mehr sammeln wird als graue Haare. Sowohl Paris als auch das Buch des Meisterdiebs waren wieder normal, aber dadurch ging es uns nicht besser. Zuerst warteten wir und dachten, Sly würde einfach auftauchen, so wie immer. Aber als aus den Tagen Wochen wurden, mussten wir uns eingestehen, dass er verschollen war. Wir reden zwar nicht mehr ständig darüber, aber ich weiß, dass wir an nichts anderes denken, auch wenn wir es unterschiedlich zeigen. Murray wirkt genauso fröhlich wie immer, aber ich merke, dass dem eine ganz neue Ernsthaftigkeit zugrunde liegt. Er verdingt sich jetzt als Profi-Wrestler und arbeitet wirklich hart. Ich weiß, dass er kämpferisch in Form bleiben will. Wie wir anderen will er bereit sein, sobald wir Sly orten. Carmelita ist zu Interpol zurückgekehrt, hat sich in die Arbeit gestürzt und verhaftet Verbrecher am laufenden Band. Sie ist so beschäftigt, dass ich sie eine Weile nicht mehr gesehen habe. Meinen Quellen zufolge unternimmt auch sie Ermittlungen zu Slys Verschwinden. Von uns allen setzt ihr sein Verschwinden wohl am meisten zu. Auch wenn sie das nie zeigen würde. Zumindest nicht öffentlich. Was mich betrifft, ich suche weiter. Aber selbst mit all meiner Technik
habe ich keinen Hinweis gefunden. Die Zeitmaschine hilft uns auch nicht, denn dazu müssten wir ja wissen, wo Sly ist. Sonst würden wir blind in die Zeit reisen. Manchmal verlässt mich der Mut, aber ich gebe nicht auf. Denn ich weiß, dass Sly da draußen ist. Und in welcher Zeit er auch sein mag, wir werden ihn finden. Ryuichi Cooper arbeitete hart an seinen Ninja-Künsten und an seinem Sushi. Seine Diebstähle blieben unentdeckt, aber sein Sushi-Restaurant ist in ganz Japan bekannt. El Jefe schmort weiter hinter Gittern. Er wurde in ein südamerikanisches Gefängnis versetzt, wo er nun Zigarren rollt. Rauchen ist dort aber verboten. Tennessee Kid Cooper hat sich sein Gold zurückgeholt und seinen Ruf als legendärster Bandit im alten Westen wiederhergestellt. Sein Erfolg wuchs sogar noch weiter, als er von Bankraub zu Zugüberfällen wechselte. Toothpick wurde verhaftet und musste an den Zuggleisen arbeiten. Er verlor sein Gehör und seinen Verstand. Caveman Cooper trainierte weiter und nahm seine Rolle als berüchtigter Eierdieb wieder auf. Er entdeckte, dass sein Stab sich wunderbar als Diebeswerkzeug eignet. Der Gris erhielt eine lange Haftstrafe und entdeckte den Rapgesang für sich. In seiner Freizeit porträtiert er seine Mitinsassen. Sir Gareth Cooper stürzte sich wieder in seine heldenhaften Abenteuer und gründete die Vereinigung der Ritter des Cooper-Ordens. Diese Gruppe ehrenhafter Diebe raubt korrupte Nobelmänner aus. Außerdem wurde er ein sehr erfolgreicher, sehr dramatischer Schauspieler. Penelope wurde in das ausbruchssicherste Gefängnis Europas gebracht, aus dem sie sogleich flüchtete. Sie ist immer noch auf freiem Fuß und die Polizei hat keine Spur. In letzter Zeit habe ich aber einige mysteriöse Postkarten erhalten. Salim Al-Kopar hat das Diebesdasein an den Nagel gehängt und ein langes Nickerchen gemacht. Im Traum hatte er eine lukrative Geschäftsidee. Er zog mit seinem Kamel durch die Stadt und verkaufte Snacks an hungrige Kunden. Er war unglaublich erfolgreich. Nachdem sie eingesperrt wurde, entschloss sich Miss Dezibel, einiges zu ändern. Sie hat sich das Horn von ihrem Rüssel entfernen lassen, ein Anti-Aggressionstraining abgeschlossen und unterrichtet nun andere Insassen in Musik. Eine vorzeitige Entlassung aufgrund guter Führung scheint möglich. Dimitri reiste weiterhin als berühmter Taucher um die Welt und entwarf sogar eine Modekollektion. Sein Erfolg bescherte ihm eine eigene Reality-Show, die Disco-Taucher heißt.
Die Besitztümer von Le Paradox wurden konfisziert, darunter auch seine Kunstsammlung. Alles wurde der Stadt Paris gespendet. Er wird in Einzelhaft gehalten und bewohnt zurzeit eine kleine Zelle, die glücklicherweise geruchssicher ist. Das ist wahrscheinlich auch besser für die Wärter, denn er wird dort sehr lange bleiben.